Hallo, ich bin Kirma und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen kleinen Yoga-Pause beim Lernen, Arbeiten oder was auch immer. Ihr fangt am besten hier im Sitzen an und nehmt die Arme einmal zur Seite, am besten 90 Grad. Dann nehmt ihr die Arme nach vorne in eine Art Erste mit sehr hohen Ellenbogen. Der Rücken ist noch gerade. Und dann geht es weiter, der Rücken rundet. Schön einkuscheln, einkuscheln, einkuscheln. Gerade. Und Gegenbewegung, schön öffnen den Brustkorb. Nase nach oben und andersrum. Schön auf den Brustkorb achten. Weil mir geht es jetzt vor allem darum, den Brustkorb so ein bisschen, oder die Brustwirbelsäule so ein bisschen zu mobilisieren. Das Becken kann auch mitgenommen werden. Die ganze Wirbelsäule, dass man wirklich hier einen Zeh nach hinten hat und hier einen Zeh nach vorne. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das jetzt einfach wirklich eine Zeit lang machen. Schön sanft, damit alles ein bisschen weich wird, ein bisschen sich aufwärmt, ein bisschen lockert. Und noch ganz kurz vorneweg, ich bin keine Yoga-Lehrerin. Also ich bin hier eigentlich über meiner Kompetenz. Das ist hier nur wirklich, was ich für mich zusammengestellt habe. Mir hilft das allerdings sehr gut und deswegen teile ich das mit euch. Hier kann man auch ein bisschen verrückter werden. Einfach deswegen, weil man beim Lernen immer so konzentriert ist, fokussiert und so ernst und auch mal so ein bisschen, ja, verspielt wieder sein, ein bisschen frischen Geist reinbringen. Okay, dann danach einfach so sitzen bleiben und jetzt kreise mit der Nase. Erstmal in den Uhrzeigersinn und jetzt wirklich von der Nase denken, damit man den Nacken so schön integriert. Größer werden. Schön sanft bewegen. Wenn irgendwas zieht oder irgendwas Unangenehmes, bewegt euch langsamer oder haltet mal kurz an an der Stelle oder macht die Kreise einfach nicht ganz so groß. Und jetzt wirklich, wenn ihr könnt, so groß wie es nur geht, also ruhig nach rechts gucken, nach links gucken. Und dann, wenn sich das gut anfühlt, kann man auch mal den Nacken fallen lassen. So. Und fallen lassen. So. Und fallen lassen. So. Und wieder zurück in die großen Kreise. Schön flüssig. Also hier kommt es vor allem auf eine Flüssigkeit an. Weil wir ja den Nacken sagen wollen, dass wieder alles okay ist, dass wir jetzt nicht mehr in einer verkrampften Lernposition sind, sondern uns wieder geschmeidig machen können. Kleiner werden, bis man wieder in der Mitte ist und andere Richtung. Hier geht wieder dasselbe. Achtet auch mal darauf, ob ihr eure Hüfte vielleicht noch ein bisschen fallen lassen könnt, weil ich sehr gerne in ein Hohlkreuz komme bei so einer Übung. Versuch es zu genießen, immer größer zu werden, zu sehen, wie viel der Kopf sich bewegen kann, wie viel wir eigentlich sehen können. Und dann wieder Nacken fallen lassen, wenn es sich gut anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt. Das ist wichtig, weil Lernen ist schon unangenehm genug, da soll die Pause wenigstens ein bisschen angenehm sein. So. Wieder zurück in die großen Kreise. Flüssig und entspannt. Kleiner werden. Und anhalten. Dann gehe ich für die Übung ganz gerne im Schneidersitz. So, gerade Rücken. Einatmen, Arm lang nach oben.
und zur Seite ziehen. Ganz ähnlich. Also man sollte hier wirklich das Gefühl haben, wenn man Ballett kennt, von dem Port de Bras à la Seconde, wie man das zum Beispiel ganz oft an der Stange am Anfang macht. Die linke Hüfte hier schwer am Boden lassen und vielleicht sogar so ein bisschen mitziehen, dass der Arm nach vorne zieht, die Hüfte nach unten und wieder zurück. Gerader Rücken, einatmen, Arm hoch und zur Seite ausatmen. Hier die Hüfte schön nach unten ziehen, den Arm nach oben ziehen. Die Schultern ein bisschen mehr zurück und eine Position finden, die man angenehm findet. Natürlich, wenn ihr nicht so weit gehen könnt, wie gesagt, ich habe einen sehr dehnbaren Rücken, geht die Hacke einfach nur bis hier. Und wieder zurück. Dann als nächstes eine kleine Vorbeuge. Da geht es mir jetzt allerdings nicht um die Vorbeuge für die Dehnung vom Bein, sondern einfach so ein bisschen rundrücken und auch hier hinten die Dehnung. Wir fangen also an, uns zum Bein zu drehen und dann von oben den Kopf fallen zu lassen und eine Rundung in der Wirbelsäule zu kriegen, bis man eine Position hat, die sich gemütlich anfühlt. Oder bei mir gibt es meistens sogar so ein, wie so ein kleines Ziehen, Stechen und dann so eine Art Entspannen, wenn ich den Muskel fallen lasse. Dann weiß ich, dass ich in der richtigen Position bin. Und dann, wenn ihr könnt, ich winkel das Bein vorne an und lege mich dann einfach so weit drüber, dass ich den Kopf auf die Knie ablegen kann. Das ist schön entspannt für die Nackenmuskeln, hier auch für die Schultermuskeln. Und dann hier, achtet auf den langen Rücken hier hinten. Die Hüfte wieder schwer, damit ihr nicht abhebt, um hier auch noch mal so eine kleine Dehnung mitzubekommen. Und wieder hoch. Andere Seite. Auch wieder zum Bein drehen. Ein Bein hier in Aufstellen. Und nicht aufstellen, hinlegen. Aufrichten. Und vom Kopf aus fallen lassen. Entspannte Position finden und 1, 2, 3 Atemzüge nehmen. Und wie gesagt, wenn ihr könnt und wollt und sich das gut anfühlt, einfach noch ein bisschen nach unten mit gebeugtem Knie in den Kopf abzulegen und so eine schöne Entspannung im Nacken hinzukriegen. Schönen Kiefer entspannen, Stirn entspannen und das ganze Gewicht vom Kopf abgeben. Und wieder hoch. Und jetzt, wer will, noch mal eine kurze Grätsche. Da kann man erstmal nicht ganz so weit gehen, wenn man noch nicht so gedehnt ist oder einfach auch noch nicht so weit gehen kann. Ich finde eine relativ weite Grätsche manchmal ganz angenehm. Und dann wieder nach vorne. Hüfte schön kleben lassen am Boden, um wieder hier eine Dehnung hinzubekommen. So weit nach vorne, wie man kann und will. Runden Rücken. Und wenn man möchte, Kopf drauflegen. Wie gesagt, wenn man nicht so weit kommt, einfach so. Und vielleicht so ein bisschen die Arme nach außen drehen, um Platz im Kreuz zu haben. Ansonsten so weit, wie man will. Auf jeden Fall einen langen hinteren Rücken. Wie gesagt, hier. Auch schön in diesen Bereich, also hier hinten und nach vorne in den Bauch atmen.
unten aus. Schön nach oben rollen. Bis man gerade sitzt. Sehr schön. Und jetzt nochmal als letztes was für, oder als vorletztes was für den Rücken nach hinten zu kippen, beziehungsweise auch den Brustkorb zu öffnen. Und zwar, ich zeige es euch erstmal so, die Hände entweder so an die Hüfte nehmen, Brustkorb öffnen, Ellenbogen nach unten und hinten ziehen oder andersrum, so, selbe wieder nach unten und hinten ziehen, die Ellenbogen. Und dabei noch so eine kleine Rückbeuge oder eine große Rückbeuge, je nachdem, wie gut der Rücken ist. Und wenn man will, so eine Art Kniestand, 90 Grad und dann hier hinten die Fersen anfassen. Aber das wirklich nur machen, wenn man einen guten Rücken hat oder schön aufgewärmt ist. Und den Nacken auch noch fallen lassen. Auf jeden Fall die Schultern nach außen rotieren, viel Platz zwischen den Schultern. Arme wieder dran oder Hände und aufrichten. Und wieder zurück. Und dann nochmal als letzte entspannende Pose. Eine verlängerte Haltung des Kindes, dafür hier an die Unterseite der Matte kommen. Große Fußzehen berühren sich, die Knie weit auseinander und dann nach vorne. Schön gleiten lassen. Ich ziehe meine Brille aus. Und mal schön ausatmen. Wie gesagt, auch gerne so eine Verspieltheit reinkriegen. Ein bisschen weniger ernst zu werden im Kopf. Die Stirn ist weich und der Kiefer gelöst. Und versucht mal, ob ihr euren Atem hören könnt. Jedem Ausatmen über die Stellen, die den Boden berühren, noch mehr Gewicht abzugeben, um noch mehr die anderen Muskeln zu entspannen. Die Hände und Ellenbogen, Stirn und vielleicht Vorderseite der Nase. Die Knie und Schienbeine, der Fußrücken, die Zehen, die großen Fußzehen, die sich berühren, mal kurz wackeln und die Hüfte, die auch schön weh Richtung Füße fällt. Schöner, langer Rücken. Weicher Bauch und versucht mal so weit nach unten in eurem Körper zu atmen, wie ihr könnt. Und dann zählt beim Einatmen 1, beim Ausatmen 2, Einatmen 3, Ausatmen 4. Und so weitermachen für euch selbst. Und 8. Und jetzt langsam mit den Händen auf die Matte drücken, auf die Füße, Gewicht geben und vom Rücken aus hochrollen. Und dann habt ihr es geschafft. Das war eine kleine Yoga-Pause mit mir.
Jetzt könnt ihr euch noch was zu trinken holen, damit ihr schön hydriert bleibt beim Lernen. Vielleicht noch eine Kleinigkeit machen, die euch einen Motivationsschub gibt. Und dann entspannt und hoffentlich mit Spaß weiter lernen. Und ja, wenn ihr immer noch dran seid, vielen Dank, weil ich möchte jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache machen. Und zwar habt ihr ja vielleicht mitgekriegt, dass ich nicht so oft Videos hochlade, dass ich teilweise auch mal 2 Monate nichts hochlade. Und es liegt halt auch viel daran, weil ich außerhalb vom Ballett eigentlich hauptberuflich sozusagen studiere. Ich habe noch einen Nebenjob, um Studium zu finanzieren. Ich gehe auch noch ins Balletttraining, weil ich ja selber tanzen möchte. Und dann nebenher noch YouTube zu machen, ist von der Zeit her immer sehr schwierig. Mir macht es viel Spaß und da möchte ich mich jetzt vor allem bei meinen Patreon-Förderern bedanken. Die unterstützen mich nämlich finanziell bei jedem Video mit einem Betrag, wo ich dann sagen kann, okay, das motiviert mich auch, ein bisschen was weiterzumachen, ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Und wenn ihr daran Interesse habt, dass ich hier auf dem Kanal auch öfters Videos hochlade, auch mal vielleicht irgendwann regelmäßig, dann würde ich euch ans Herz legen, mal bei Patreon vorbeizuschauen. Besonders wenn ihr einen PayPal-Account habt, ist es relativ einfach da zu spenden. Ihr könnt schon ab 1 Euro pro Video mich unterstützen. Also selbst das freut mich auf jeden Fall, weil wenn das genug einzelne Personen machen, kommt auch ein guter Betrag zusammen. Und dann kann ich halt mehr Zeit hier in diese Videos investieren und dann viele schöne Sachen machen, hoffentlich. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.